Wo finde ich eigentlich Braunbären in Europa? Mehr dazu in diesem Video. Also, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video im Anschluss zu meiner Reise in Slowenien. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, hier ist der Link. Und ja, wir machen uns jetzt nochmal auf die Suche, wo finden wir eigentlich Bären in Europa und wie gehe ich da vor? Ja, also ich glaube, für viele von euch ist es sicherlich ein Wunsch, mal Bären in Europa in freier Natur beobachten zu können. Und ich kann euch da gleich sagen, es ist gar nicht mal so schwer. Ja, und jetzt die Frage, wie gehen wir dabei vor? Natürlich erstmal müssen wir uns überlegen, welches Tier beobachten wir hier eigentlich? Und das ist der Braunbär. Es gibt nur eine Art des Bären in Europa. Das ist der Braunbär in verschiedenen Unterarten. Die sehen auch tatsächlich je nach Region etwas anders aus. Also vor allem in Spanien, in Italien sind die Bären relativ klein. Und wenn wir dann nach Skandinavien gehen, aber eigentlich auch schon in Rumänien, haben wir doch sehr, sehr große Bären. Also das können wir uns schon mal so ins Gedächtnis rufen. Braunbären sind durchaus variabel auch in der Farbe. Sie sind häufig bräunlich, vor allem zum Beispiel auch in Slowenien. Aber insbesondere Männchen in Rumänien können die eben auch sehr, sehr dunkel sein. Und wir müssen uns natürlich ein bisschen mit dem Wesen von Bären auch auseinandersetzen. Ich hatte es in dem Video ja schon erklärt, das sind sehr neugierige Tiere, die beständig auf Futtersuche sind, auch nicht eben eher nach Aas suchen oder nach irgendetwas, was sie leicht fressen können. Sie fressen ja auch viele Pflanzen, Beeren und so weiter. Und dem, ja, das kann man sich so ein bisschen zunutze machen. Und dann kommen wir also zu der Möglichkeit, wie sehen wir dann Bären? Und das ist letztlich dann immer relativ leicht. Man muss sich einfach nur in den Ansitz begeben, eben irgendwo Futter verlegen und dann kommen sie häufig dann doch relativ schnell heraus. Und wenn wir uns dann eben angucken, wo leben eigentlich diese Bären, haben wir doch ein relativ großes Gebiet in Europa, wo wir sie antreffen können. Also es geht dann wirklich von Skandinavien über das Baltikum bis weite Teile Osteuropas, Karpatenbogen, in den Balkan, bis dann eben auch nach Italien oder Spanien. Ja, und tatsächlich geht es den Bären eben auch immer besser. Das ist ja schon mal eine wirklich positive Entwicklung. Also vor allem in Rumänien, dadurch, dass man Jagd ausgesetzt hat, sind die Bärenpopulationen doch sehr angestiegen. Und ich hatte es eben im letzten Video auch schon, in Slowenien ist die Anzahl der Bären eben auch entsprechend groß. Also bis 800, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man fragt. Aber es ist doch eine erhebliche Population. Und das ist schon mal natürlich super und das bringt uns eben auch dazu, wo können wir sie dann am besten beobachten. Ja, und wenn wir uns dann Gedanken machen, wo können wir sie am besten beobachten, würden wir uns jetzt natürlich eher die Länder vornehmen, wo es ja auch eben sehr viele Bären gibt, klar. Da können wir eben nach Skandinavien schauen, ins Baltikum, Karpatenbogen oder eben auch Slowenien. Ich werde euch gleich mal ein paar dieser Regionen daneben vorstellen. Und da gibt es auch Bärentourismus. Und das führt uns eben zu der nächsten Frage, wie beobachten wir konkret diese Bären? Und das ist eben doch sehr, sehr leicht, denn wir haben in diesen Ländern letztlich zwei Arten von Tourismus mit Bären. Zum einen Fototourismus oder eben einfach nur, wir schauen den Bären an, also Sighting quasi, Bearwatching, wenn man das so nennen möchte. Und das zweite ist tatsächlich Jagdtourismus, denn fast in allen Regionen in Rumänien derzeit nicht, werden sich aber sehr wahrscheinlich bald wieder ändern, werden Bären auch gejagt, also wird man, werden da auch ausländische Trophäenjäger tatsächlich angeheuert, die für sehr viel Geld Bären dort auch jagen können. Ist ein Thema für ein anderes Video. Das andere, womit wir uns jetzt beschäftigen, ist der Tourismus des Bearwatchings, nennen wir es mal so. Und wenn wir uns dann eben anschauen, wie es in den verschiedenen Ländern aussieht, ist es doch relativ ähnlich. Und jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Beispiele an. Da geht es jetzt wirklich konkret um Hütten, die ich oder eben Bekannte von mir auch besucht haben. Und das Erste, was man machen kann, da nehmen wir mal ein Beispiel aus Slowenien, ist eben tatsächlich einfach nur ein Hochsitz. Und man setzt sich dort mit dem Jäger zusammen oder alleine und der Jäger hat einen dorthin gebracht hin und beobachtet Bären. Häufig werden sie auch angefüttert, manchmal eben auch nicht so fachgerecht, wie man jetzt hier sieht, ne, mit irgendwelchen Resten. Also muss man sich Gedanken machen, ob man das so schön findet. Der Vorteil des Ganzen ist, es ist relativ günstig. Also es kostet dann teilweise 40 bis vielleicht 100 Euro pro Person. Und ja, der Nachteil ist natürlich, man sieht sie eher bei den Dämmerungen, man sieht sie aus einer relativ schwierigen Perspektive, wenn man jetzt fotografieren möchte und man ist auch häufig relativ weit weg.
Ja, und das zweite wäre jetzt eine Hütte, die wirklich zu dem Zweck gebaut wurde, um Bären zu beobachten. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier ein Beispiel aus Rumänien. Da sieht man, man ist schon ein bisschen besser abgeschirmt, man kommt näher ran. Die Fütterung ist immer noch so mittel. Man hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Bären sieht, teilweise eben auch mit besserem Licht. Hier war jetzt der Nachteil zum Fotografieren, ist es okayisch, aber eigentlich ist die Scheibe hier nicht so wirklich geeignet. Aber das ist für alle, die jetzt nicht unbedingt wirklich professionell fotografieren wollen, auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, Bären auch zu sehen. Und die dritte Möglichkeit wäre jetzt hier Slovenian Bears. Wir hatten es ja auch dann in diesem Video sehr ausgiebig. Da haben wir dann wirklich eine sehr professionelle Fotohütte, wo man sich auch viele Gedanken gemacht hat, wo platzieren wir die genau? Wir müssen auf Augenlevel sein. Wir haben dann Öffnungen in den Scheiben, sodass man da sein Objektiv durchpacken kann. Wir haben dann sogar, wie man hier dann auch sieht, extra Rohre in diesen Hütten, damit der Duft, also der menschliche Geruch, dann auch nochmal rausgestrahlt wird, aber ganz weit oben, sodass die Bären es nicht wittern können. Und das bedeutet, wir können recht professionelle Bilder halt am Tag machen mit relativ viel Licht. Und ja, das ist wahrscheinlich so für das professionelle Fotografieren die beste Möglichkeit. Ja, aber man muss natürlich eben wissen, was man möchte. Ja, und da haben wir es eigentlich schon. Also wirklich ein sehr kurzes Video. Man kann Bären natürlich auch so mal im Wald antreffen, aber die Frage ist dann immer, will man das? Weil dann kann es vielleicht doch mal zu einer gefährlichen Situation kommen. Man kann natürlich auch viel Glück haben, sie aus dem Auto mal zu fotografieren. Aber wenn man sie sicher sehen will, sind das sicherlich die besten Möglichkeiten. Ja, und hier ging es jetzt wirklich auch nur um den europäischen Braunbären. In Amerika sieht das Ganze natürlich wieder ganz anders aus. Kommt vielleicht irgendwann mal, wenn ich mich damit beschäftige. Aber das war es jetzt erstmal an dieser Stelle. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.